jump? Will I see you jumping in? Jump up when you hear the mic is getting red. When you hear the mic is getting red. When you hear the song that's getting red. When you hear the song. People in the place, are you ready to rock? Say fuck yeah. Fuck yeah. People in the place, are you ready to dance? Say oh yeah. Oh yeah. Jump up when you hear the mic is getting red. When you hear the mic is getting red. When you hear the... Let me see. Everybody make some noise. Is everybody having a good time? Everybody having a good time? Everybody having a good time? Everybody rocking and rolling? Everybody rocking and strolling? Is everybody having a good time? Everybody having a good time? Stop it, stop it. This is a resident evil attack. Zombie take over, boy, what's it? Yeah!
Wenn du das alles nochmal nachlesen willst, dann gehst du einfach ins Internet, tippst wildwechsel.de ein. Dann landest du direkt auf unserer Webseite. Da kannst du dir gerne verschiedene Artikel durchlesen oder aber du gehst mit einem Klick zum Terminator und bist dann in unserem Terminator, unserer Veranstaltungsübersicht. Dort oben findest du ein Suchfenster. Da tippst du den Künstler oder die Location ein, zu der du weitere Informationen haben möchtest. Dann klickst du auf den Suchbutton und schon bekommst du eine Liste aller Veranstaltungen, wo dieser Künstler auftritt, oder eine Liste mit allen Veranstaltungen der gesuchten Location. Wenn du dann den einzelnen Termin anklickst, bekommst du eine detailliertere Ansicht der Veranstaltung, zum Beispiel welche Musikrichtung gespielt wird, aber auch kürzere Beschreibungen, manchmal auch eine Kurzbiografie des Künstlers, wie zum Beispiel von dem guten Mike Gerhold. Wenn du dann wieder einen anderen Termin finden möchtest, kannst du entweder einen neuen Künstler oder eine neue Stadt oder eine Musikrichtung oder eine Location eingeben und wieder die Suche benutzen. Du kannst aber auch direkt den Kalender nutzen und einen speziellen Tag oder einen speziellen Monat auswählen. Außerdem haben wir auch noch eine Übersicht für die Kreise. Das heißt, du kannst deinen Kreis, in dem du dich am liebsten bewegst, zum Beispiel Korbach oder Göttingen, anklicken und bekommst die Termine angezeigt, die wir speziell für dieses Gebiet gelistet haben. So, das war's. Dann viel Spaß bei der Suche nach deinem Lieblingsevent.